Willkommen zurück auf PNF 404 oder auch willkommen zurück zu Pikmin 3. Im letzten Part haben wir die Eisöde der Verwirrung erkundet, weil wir eigentlich dachten, dass wir schon so ohne weiteres zur Signalquelle gehen können. Das hat sich dann allerdings als falsch erwiesen. Wir haben den Weg noch nicht ganz freigelegt, sag ich mal. Stattdessen haben wir aber einiges an Früchten gefunden und einfach noch ein bisschen weitergearbeitet in der Eisöde. Und da machen wir jetzt weiter, würde ich sagen, und landen direkt in diesem eisigen, aber auch schönen Gebiet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich eine recht lebensfreundliche Umgebung, muss man einfach dazu sagen. Es gibt wirklich viele Früchte. Die Gegner sind jetzt nicht so schlimm. Passt eigentlich alles so. So. Wir haben im Moment 83 Feuer-Pikmin, 60 Stein-Pikmin und 60 gelbe Pikmin. Ja. Das ist doch ganz gut, würde ich sagen. Eine gute Bilanz auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Warum? Habe ich gerade... Moment, das will ich mal gucken. Normalerweise zählt doch der eine Captain, der zusätzliche, noch als Pikmin im Feld. Weil sonst stand ja immer, bevor wir einen Pikmin hatten, eins, oder nicht? Hm, interessant. Nun gut. So, nehmen wir uns auf jeden Fall... Ja, ich würde sagen... 40 reichen. 40 von denen reichen. Und auf jeden Fall einiges an Stein-Pikmin. Und dann füllen wir noch auf mit gelben Pikmin. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Das Grundgerüst bilden die roten, weil die halt kampfstark sind. Und ansonsten haben wir halt noch Stein-Pikmin viele, weil wir oftmals irgendwie ja, eine Steinwand zerstören müssen. Oder halt andere kristallene Hindernisse. Und die gelben Pikmin halt für Elektrogegner und falls wir doch mal eine Elektrobarriere haben. So, das führt uns hierhin. Da haben wir im letzten Part eine Kiwi geborgen. Hier, die war eingeschlossen in einem Kristall. Da brauchen wir also nicht weiter zu arbeiten. Wir haben hier noch Motivierbären. Sind die wieder... Ach, die wir schon gelöst haben, sind wohl despawned. Stattdessen sind neue nachgewachsen und Gegner sind gespawnt. Mhm, okay. So, dann laufen wir hierhin, würde ich sagen, und ernten noch die Beeren. Denn unter der Sonne, der Todesanzeige, ist ein neues Icon aufgetaucht. Das sieht aus wie so ein Spray irgendwie. Und im Moment vermute ich ja, dass es irgendwie die Pikmin stärker machen kann, aber offiziell wissen wir darüber noch gar nichts. So, er ist da, das ist sehr schön. So, dann wollen wir auch gleich hoch. Und ernten die Beeren. Haben wir im letzten Part ja nicht mehr geschafft. Aber dafür waren wir ja wirklich sehr produktiv. So. Ernten wir die rätselhaften Beeren. So. Oh. Oh, oh, oh. Das wollte ich ja. Das ist... Die Gegner haben uns entdeckt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die können Gegner aufschießen. Ach du meine Güte. Du meine Güte. Da weichen wir auch mal aus. Ach du meine Güte. Hier, komm. Ausweichen, ausweichen, ausweichen mit der Horde. Bevor die zustechen. Huch. So, wir brauchen mehr Pikmin hier im Kampf. Sind die Steinpikmin immun gegen die Stechattacken? Also die Gegner, die sind ja echt richtige Stecher, muss man sagen. So. Und die Leiche wird abtransportiert von den Gelben. Mal wieder, würde ich sagen. Die Gelben lassen wir wieder ran. So. Ja. So machen wir das. Einer fehlt noch. So. Und dann machen wir weiter. Guck mal, der hat sich ein Schläfchen genehmigt, Faulpelz hier. Sind schon wieder welche nachgewachsen, oder was ist hier passiert? Warte mal. Ja gut. Guck mal, wie süß. Rollen die hier runter und nehmen die dann mit. Ach, es ist einfach süß. Ich bin... Gibt's eigentlich was Niedlicheres als Pikmin? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. So, schafft er das alleine? Wir schicken mal noch ein paar Leutchen hin. Aber wir sollten auf jeden Fall die Gegner beseitigen, damit unsere treuen Fruchttransporte hier funktionieren. Objekt geborgen. Die Drake ruft nochmal an. Nachricht von der Drake. Ultramotivier-Nektar. Erforderliche Menge für eine Dosis gesammelt. Sensoren registrieren Potenzial der Substanz als Wachmacher. Mhm, mhm.
Spray verwenden. Stärke durch Drücken von Steuerkreuz nach oben deine Pikmin mit Ultra-Motivier-Spray. Aha, Ultramotivier-Nektar kann nicht nur aus Ultramotivier-Bären gewonnen werden. Wenn Sie Ultramotivier-Nektar finden, nehmen Sie ihn bitte sofort auf. Das machen wir doch. Ultramotivier-Nektar. Wenn Anführer Ultramotivier-Nektar finden, sammeln Sie ihn direkt auf. Ah, ja. Okay. Was passiert wohl, wenn ich Steuerkreuz nach oben drücke und die Pikmin in meiner Gruppe einsprühe? Ich nehme mal an... Ja, dass sie stärker werden. Ich bin auch gespannt, aber ich will die Dosis nicht verschwenden hier, wo wir doch im Moment nur eine haben und es gar nicht brauchen. Ich bin immer sehr sparsam mit meinen Ressourcen, wisst ihr ja mittlerweile, ob es Spezialattacken in Splatoon sind oder sonstige Sachen in irgendwelchen Spielen. Was mir auch fast schon zum Verhängnis geworden ist. Das eine oder andere Mal. Okay, die soll mal wieder runterkommen. Ja. Also die KI der Pikmin könnte doch ein bisschen besser sein, dass die zum Beispiel von alleine hier runterlaufen und nicht nur in die Richtung laufen, aus der sie gerufen wurden. Warum laufen die eigentlich wieder zurück? Ach so, ich verstehe. Warte mal. Was machen die denn da? Sind schon wieder Bären nachgewachsen? Okay. Also die Dinger verstehe ich nicht so ganz, muss ich gestehen. Okay. Scheinbar sind da schon wieder... Ich hinterfrage es einfach gar nicht. Wir haben eine magische Blume gefunden, die unaufhörlich ohne Grenzen Bären produziert. Ja, warum auch nicht? Es ist so süß, wie die runterkullern und die dann einfach eigenständig aufnehmen und abtransportieren. Es ist echt... Man kann sagen, was man will, aber blöd sind die Pikmin nicht. Kann man leider nicht sagen. Lassen wir doch nochmal die gelben ran. Aber ich bin immer wieder fasziniert von den Pikmin. Manchmal sind sie strunzdoof, muss man einfach sagen. Aber sonst, normalerweise, kann man sich echt auf sie verlassen. So, dafür, dass die Leiche hatten, lassen wir die Stein-Pikmin an den Knopf ran, würde ich behaupten. So. Zum Beispiel die Situation jetzt, die verstehe ich nicht. Ich habe Pikmin darauf angesetzt und die genehmigt ein Päuschen, obwohl die sehen... Also das habe ich nicht verstanden. Aber guck mal, das ist der Wahnsinn. Also diese Blumen produzieren wohl in rauen, rauen Mengen Beeren. Ich denke, wenn ich die 10-mal geerntet habe, dann ist die wohl auch irgendwann erschöpft. Aber fürs Erste haben wir eine unerschöpfliche Quelle gefunden. Nein, das wollte ich nicht. Hilfe. Jetzt schaue ich mal. Sind schon wieder welche nachgewachsen? Noch nicht. Okay. So, ein paar sollen ruhig bei der bleiben. Habe ich kein Problem mit, um ehrlich zu sein. Guck mal, jetzt haben wir 2 Rationen. Und gucken uns um, was wir sonst noch machen. Wir können ja nicht nur den ganzen Tag Bären ernten. Wir haben hier. Hier auf dem Weg ist die Leiche. Okay, soweit so gut. Dann haben wir hier noch das Gebiet. Wir untersuchen noch ein bisschen. Da haben wir noch so eine Blume. Genau, und da ist die Einkaufstasche. Da wissen wir noch nicht genau, wie wir rankommen. Okay. Und darüber hinaus könnten wir natürlich auch zum Steintor gehen. Das könnten wir dann endlich mal machen. Weil sonst, glaube ich, sind wir hier weitestgehend durch. Also ich sehe nichts mehr. Also wir haben halt... Ach, guck mal. Ah, die unerschöpfliche Bärenblume ist, glaube ich, erschöpft. Ich glaube schon. Also die ist weg. Ach, warte mal, wo geht's? Ich bin auch gut. Wo geht's denn eigentlich? Ach so, guck mal. Wäre ich hier runtergerutscht, dann wäre ich hier gelandet. Hier wieder in dem Gebiet. Mhm. Okay. So. Okay, die Frage ist, wo genau war nochmal das steinerne Tor? Wo war das nochmal? Moment. Das war... Da war die andere Blume. Ach, Guinness, wo war die... Da war die Einkaufstasche. Wir können auch nochmal, aber ich... Ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Andererseits, sie waren ja auch bei den Trauben. Das haben wir ja die Pikmin machen lassen. Aber als Anführer kommst du da halt nicht hoch, weil die Anführer können ja nichts. Die können nicht wirklich, also hochgeworfen werden. Die können da nicht hochklettern.
Ah, bei Brittany würde dann wahrscheinlich auch der Ast zusammenbrechen. Nein, ich bin immer so gemein zu Brittany. Es tut mir auch mittlerweile schon ziemlich leid, aber ja, sie ist halt kleiner Vielfraß und sie wollte Captain Charlie einfach hier lassen. Und ich glaube, ich habe auch den Eindruck, sie weiß irgendwie mehr als wir. Also als Alf, als jeder andere. Aber trotzdem, ich will mal nicht zu ihr sein, so. Und sie nicht rausmobben aus dem Team. Nee, nee, das wollen wir nicht machen. So böse sind wir nicht. So, ich suche lieber, ich benutze meine Kraft, statt zu mobben, lieber hier, um das Tor wieder zu finden. Da ist die ominöse schwarze Frucht gewesen. Da ist der andere Eingang. Wo geht's da nochmal hin? Ach genau, das ist die Anfangshöhle, richtig? Mhm. Gut. Und irgendwo hier... Ach, guck mal. Ist hier, doch, hier war das steinerne Tor. Ja, hier war's. Okay, gut. So. Wollen wir uns da mal dahin begeben? Das könnten wir tun. Nur, Momentchen mal. Sollten wir da mit kompletter Mannschaft hingehen? Weil ich habe irgendwie den Eindruck... Ich habe irgendwie da ein ungutes Gefühl, da weiterzugehen, weil ich glaube, dass wir dann vielleicht sogar näher... Nee, ich glaube, wir sind dann noch nicht direkt beim Signal. Nee, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Nee, ich rede dumm Zeug. Nee, wir können da ruhig hingehen. Wollen wir die... Ach komm, wir nehmen die Pikmin aber gerade mit, würde ich sagen. Die nehmen wir mit, die haben ja keinen Auftrag mehr, denn die unerschöpfliche Blume ist ja erschöpft, wie wir gemerkt haben. Laufen hier sonst noch irgendwelche Sträuche rum? Ich höre die ganze Zeit hier. Von den Pikmin. Aber ich sehe niemanden. Hä? Guck mal. Hä? Hier sind wieder Bären nachgewachsen. Okay, dann kümmert ihr Dullis euch drum. Nee, so nicht. Ich will euch eigentlich nicht gegen die Wand werfen. Das war tatsächlich ausnahmsweise keine Absicht. So. Oh, diese Blumen machen mich wahnsinnig. Sind die echt unerschöpflich, oder? Weiß ich nicht. So. Jetzt sind wir hier im verschneiten Gebiet. So. Und da wollen wir hin. Mit der Bequemlichkeit wegen... lasse ich da automatisch hinlaufen. So. Oh. Das ist natürlich... Komm. Wollen wir den bekämpfen? Aber auf der anderen Seite... Ja, komm. Den Onkel, den Bösen hier, nehmen wir mit. Der hat leider keine Süßigkeiten, der Onkel. Dieser nicht. So. Bams, 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 bams. Okay. Kommt mal alle wieder... Ich muss auch welche wieder pflücken. Ah, war zum Glück nur einer. So. Und den dürfen sich vornehmen, die Gelben. Weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass wir momentan einen ziemlich ausgeprägten... gelben Elektro-Pikmin-Mangel haben. So, das ist das Gebiet. So, wo sind wir nun? In einem kleinen Höhlchen voller Feuergegner. Voller ziemlich stark aussehender Feuergegner. Haben wir denn viele? Nein, haben wir natürlich nicht. Hilfe, würde ich einfach mal behaupten. Wo sind denn nur eigentlich unsere vielen Feuer-Pikmin? Wir haben doch so viele. Wo sind die denn alle unterwegs? Also, ein paar sind auf jeden Fall, das weiß ich, mit der Blume beschäftigt, aber doch nicht so viele. Wo sind denn unsere Feuerpikmin abgeblieben? Ich würde behaupten, bevor wir weitergehen, werde ich nochmal zu Drake zurücklaufen. Ich weiß, es ist blöd und alles und, ne? Aber wer hätte denn ahnen können, dass da so viele Feuergegner sind? 27 würden wohl reichen, aber ich möchte da eigentlich... so gut wie nur irgendwie möglich ausgerüstet rangehen. So, die sind noch bei der Blume. Warum Gegnermusik? Hilfe. So. Bin da. So, das ist ja schön. Nein, bleib du hier gleich. So. So ein Strolch aber auch. Hatte der gerade eine Beere? Ich hab das gar nicht gesehen. Hatte der nicht gerade eine Beere, die verpufft ist? Okay, ist okay. Mhm. Wir hinterfragen gar nichts mehr. Das ist sehr wichtig in dem Spiel eigentlich. Nein? So. Wir haben im Feld 100. Sag bloß. Wir sind irgendwie mit 40 Roten reingekommen und haben jetzt nur noch 28. Sind so viele gestorben? Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ach so.
Ja, im Feld. Im Feld sind sie wohl. Aber wo wissen wir halt nicht? Momentchen mal. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will wissen, wo meine treuen Gefolgs-Pikmin sind. Warte mal. Nee, hier ja logischerweise nicht. Die sind... Hab ich so viele? Nein, guck mal, das sind doch nicht so viele. Die müssen alle irgendwo sein. Aber wo ist die Frage? Keine Ahnung. Wo sind meine Pikmin? Irgendwo in der Höhle noch? Irgendwo hängen geblieben? Nein. Das ist ja seltsam. Na gut, dann muss ich halt fürs Erste einfach meine Pikmin umtauschen. Und zwar tausche ich ein paar von denen hier, 15 reichen. Und 20 hiervon. Und hole hier komplett meine Feuer-Pikmin raus. Aber wohl ist mir bei der ganzen Sache nicht. Ich habe den Eindruck, dass wir heute Nacht wirklich einige verlieren werden. Das finde ich eigentlich gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Müssen wir dann frühzeitig mal gucken, wo die alle sind. Das ist so blöd, es ist immer sehr hilfreich, die Anzeige zu sehen, nur die haben wir halt noch nicht. Also wie viele Pikmin gefährdet sind, potenziell. So. Gehen wir erstmal da rein. So. Endlich da. Na gut, so ein langer Marsch war das jetzt nicht. So, die Feuer-Pikmin sind ausgerüstet und die können sich gleich hier rumkümmern. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Jetzt ist er im Wasser. Jetzt können wir eigentlich hier voll drauf. Jetzt ist er, glaube ich, geschwächt. Ach, guck mal, so stark sind die gar nicht, wie ich dachte. Oh, oh, richtig, da war ja was. Hilfe, da war ja was. Das ist doch nicht so gut. Jetzt können wir die Leiche nicht abtransportieren. Na gut. Nein, Hilfe. Der kleine Kerl ist im Wasser. So. Und Angriff bitte. Ihr rote Armee. So. Ich habe gedacht, die sind voll stark, weil die irgendwie so aussehen. Aber Pustekuchen. Sind halt normale Durchschnittsfeuergegner. Aber das Gebiet ist auch ein bisschen lebensfeindlich, habe ich den Eindruck. Weil hier doch immer mal wieder der Boden aufbricht und hier Feuer rausschießt. Ist ja gar nicht so nett. Hallo, was ist das denn hier bitte? Das sieht dann wirklich gewollt aus, diese Barriere. Richtig wie so ein Bambuszaun. Ich fürchte fast, wir sind hier machtlos. Kann das sein? Wir sind tatsächlich machtlos. Was ist denn dahinter? Unbekanntes Gebiet. Also ich darf das nicht zerstören, warum auch immer. Gibt's hier... Warte mal. Es wäre doch schön... Ja, ist gut Zeit. Ist in Ordnung. Es wäre doch interessant, das niederzubrennen. Kann ich es irgendwie machen? Warte mal, warte mal. Ich habe schon eine Idee. Pikminologie 12. Wird ein Pikmin hineingeworfen, endet es die Farbe. Das wissen wir mittlerweile. Hier haben wir Blumen, um Pikmin in gelbe Pikmin zu verwandeln. Und ich glaube, das ist schon eine ziemliche Einladung. Nämlich schließen wir hier den Stromkreis. Yay! Und haben hier endlich mal Licht und dann blühen die Blumen auf. Schön weich. Denke ich auch, dass es schön weich wird. Ihr kommt wieder zurück. Hier gibt es so viel zu erkunden. Ich weiß hier gar nicht. Hier geht's raus. Das wollen wir nicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und haben eine... Hilfe? Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Abgrund. Ach du Schande. Ach du gute Güte. Ich bin gerade ein bisschen... Ich dachte, jetzt ist Ralf tot. Alle Pikmin sind weg. Heute geht's raus wieder. Okay. Kleiner Schock. Aber warte mal. Sollen wir das noch machen? Wir haben hier auf jeden Fall... Was ist das schon wieder? Ist das ein Orange? Das könnte ein Orange sein oder sowas. So, spielt ja für den Moment auch mal keine Rolle. Nee. Das haben wir dagegen geworfen. Geht das so? Beeilung. 5 Pikmin wären erledigt. Nach denen könnten wir suchen. Die sind halt wahrscheinlich unterwegs, um Leichen zu transportieren, kann ich mir auch vorstellen. Und es wären 5 Feuer-Pikmin wären es, genau. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo. Oder? Das wäre die Route.
Ich sehe sie gar nicht. Doch. Hier werden sie mal ange... Ach, das sind unsere fleißigen Beerenpflücker. Ich glaube, es hat... Hat es noch Sinn, uns hier an die Beere zu wagen? Hm. Nee. Nee, nee, ihr Lieben. Das ist mir... Ach, wobei, doch, komm. Es ist... Ich glaube, das wird eine arschknappe Nummer mal wieder. Oh Gott. Wenn wir es überhaupt hinkriegen erstmal, hier wen hochzuwerfen. Pikmin geht. Aber Brittany... Doch, es geht tatsächlich. Dann holen wir schnell noch, was auch immer da ist. Wenn wir es denn schaffen. Ja, der ist runtergefallen. Wie viele brauchen wir? Bitte nicht allzu viele. Ja, komm. Sehr nice. Geht mal aus dem Weg, ihr anderen. Sehr gut. Dann holen wir die Kerlchen, die runtergefallen sind. Die beiden. Guck mal, man kann mir echt nicht vorwerfen, dass ich ein rücksichtsloser Arbeitgeber wäre. Guck mal, wegen zwei Pikmin bin ich da runtergelaufen. Das ist ja echt... Warte mal, warum ist da eine Krone? Hilfe, warte mal. Ich bin hier raus. Was ist das denn für eine Krone hier? Ach, das soll eine Blume darstellen. Ach so, das sieht irgendwie aus wie eine Krone auf der Map. Diese Barriere werden wir uns dann im nächsten Part vornehmen müssen. Hm, ich muss gestehen, ich habe noch nicht so eine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Höchstens halt, guck mal hier. Das sieht doch so aus, als können wir hier richtig gut Pikmin reinwerfen oder draufwerfen. Und dass wir dann halt hier so darüber klettern praktisch oder drüber werfen. Oder aber wir beseitigen die irgendwie, vielleicht mit Feuer. Vielleicht können wir das Feuer irgendwie da entstehen lassen, dass das Ding niederbrennt. Das wäre natürlich am besten. Ich wüsste aber nicht, wie das gehen sollte. Ach, hätten wir die Lavaschleimdinger, hätten wir die vielleicht hierhin dirigieren müssen. Oh, das ist natürlich ungünstig. Die sind leider nicht mehr so ganz lebendig. Aber das wäre cool, dass man die Gegner richtig schön nutzen muss. Ich glaube, das ist auch so. Also meine aktuelle Theorie ist, dass wir die Lavaschleimfeuergegner nutzen müssen. Okay, machen wir dann im nächsten Part. Weil jetzt sind sie, wie gesagt, gerade im Monsterhimmel. So, ich höre hey hu, hey hu. Wir gehen auch schnurstracks zurück zur unerschöpflichen Blume und sammeln da die anderen ein. So machen wir das. Und zwar sind die, warte, nein, hier unterwegs. Kommt mal her. Ihr habt gut unserer Sache gedient, aber fürs Erste... Jetzt, ich glaube, es hackt echt. Oh, diese... Kommt ihr wohl jetzt her? Sehr schön, die Frucht hat es noch geschafft. So, jetzt warten wir hier, würde ich sagen. Jawohl, ja, guck mal, null. Und 4 Portionen Spray haben wir. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Auf jeden Fall. Jetzt können wir schön gemütlich warten, dass die Sonne untergeht und der Tag sie seinem Ende entgegenneigt. Irgendwie so. Nice. Alle haben es lebendig geschafft. Und wir haben obendrein noch eine größere Frucht gefunden. Es kann eigentlich kaum besser laufen. Würde ich sagen. Ja, heute gibt es leider nichts. Gestern gab es ja was. Einmal die Woche essen reicht ja auch, oder? Ja, das reicht. Ihr seid ja auf Diät. Könnt ihr... Würde euch nicht schaden. Euch fetten Käfern. Naja gut. Wollen wir mal nicht so zynisch sein und gehässig, sondern lieber... auf diesen Tag zurückblicken. Ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Oh Gott. Die Brittany gerät, glaube ich, richtig in Wallung hier. Ein Zitrusklumpen. Also auf jeden Fall wirklich eine Zitrusfrucht, vielleicht. Und eine Mandarine vielleicht. Und eine Clementine. Irgendeine Zitrusfrucht, einigen wir uns darauf. Aber guck mal, die sieht auch wirklich sehr toll texturiert aus. Und hier mit dem Grün dabei, wie es halt so ist. Nicht, dass sie komplett orange wäre. Sondern richtig schön einfach. Daumen nach oben dafür.
Gut, eine neue Portion ist gemacht. Und ich denke, eine halbe bekommen wir noch rausgequetscht irgendwie. Ah, guck mal. Eine ganze noch, oder? Jawohl, ja. Sehr schön. Ha, dieser Augenblick lässt einen die Mühen des Tages vergessen. Ach, nur schade, dass ich teilen muss. Ja. Sehr schön, das wäre weg. Hm, unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen. Sehe ich aber genauso. So, unsere Bilanz des Tages. Sehr gut. Gelbe Pikmin sind sehr leicht und können daher sehr viel höher als andere geworfen werden. Ihre Resistenz gegen Elektrizität und ihre großen Ohren scheinen damit allerdings wohl nichts zu tun zu haben. Naja, komm, die Ohren, die könnten ja als Segel fungieren. Schon mal daran gedacht? Dass sie dann höher geworfen werden können, weil... Nee, macht ja keinen Sinn. Egal, vergessen wir das. So, unsere Meisterleistung wurde gespeichert und somit sind wir bereit für Tag 12. Und den erleben wir im nächsten Part. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Video. Tschüss.